Willkommen zur Mensa Gourmet Kalenderwoche Nummer 40 im Jahr 2022. Diese Woche mit den folgenden Gerichten: Am Mittwoch das grüne Thai Curry, am Donnerstag die Gemüsespieße. Am Freitag komme ich auch noch gleich dazu, warum es einen Wechsel gab, der Geflügeldrehspieß. Und am Samstag eine Lauchkäsesuppe. Ja, hier sind sie, unsere Gerichte. Grünes Thai Curry mit Hähnchenbruststreifen, dazu Basmati-Reis. Am Mittwoch, 5.10.22 für 3,40 Euro. Kann man sich auf jeden Fall ganz klar wieder nicht beschweren. Sehr viel Hähnchen, die separat auch nochmal drauf gemacht worden ist. Ne, sehr viel von den leckeren Thai Curry und Reis, also Mengenverhältnis optimal. Ne, das ist ja immer so ein Manko, wo ich immer sehr darauf achte, ob Verhältnis Curry mit Reis in Ordnung ist. Ist auf jeden Fall top in Ordnung. Eingehalten und ja, passt auf jeden Fall. Nur ist, man muss natürlich immer noch bedenken, ne, es gibt ja grünes Thai Curry, es gibt rotes Thai Curry. Und viele denken ja immer den Fehler, rotes Thai Curry könnte ja schärfer sein als grünes Thai Curry. Ja, das ist natürlich ein Irrtum, ist natürlich andersrum in der Regel. Also das hatte schon ordentlich einen feurigen Charakter gehabt. Also da hatte ich ein bisschen zu kämpfen, weil ich teilweise ja auch immer so ein bisschen empfindlich auf schärfe Sachen reagiere, als dann sofort schnell die gute Trinkflasche hier greifen und dann ein bisschen den Feueralarm runterspülen und dann ja, geht es auf jeden Fall. Also wie gesagt, schön lecker, schmackhaft. Mit den Hähnchenbruststreifen und dem Reis, also schön, schöne Mischung, ne? Also hier schön viel Gemüse mit drin, also top und deswegen 9 von 10. Ne? 3,40 ist ja auch relativ gut und günstig dafür, ne? Deswegen passt das auch. So, weiter geht es, Gemüsespieße im Backteig mit Chili Schmanddip. Das sah wie folgt aus, am Donnerstag, den 6.10.2022 für 2,90. Ja, das war eigentlich so ein Gericht, was mich tatsächlich so ein bisschen sehr überrascht hat, also im positiven Sinne tatsächlich, dass sich hier relativ viel Mühe so gegeben worden ist. Also man hat hier wirklich eine Feinzahl an Gemüse. Wir haben hier Zucchini, wir haben hier hier so Zwiebelringe sogar, wir haben Champignons, wir haben, da war ich mir tatsächlich nicht sicher, ob da überhaupt Paprika dabei war, weil ich hatte irgendwie in den Hashtags Paprika bzw. halt Pepper auf Englisch hingeschrieben gehabt, aber ich bin mir jetzt so im Nachhinein ein bisschen unsicher, ob da wirklich Paprika drin war, aber auf jeden Fall wurde sich, wie gesagt, schön viel Mühe geben, ne? Also schön lecker hier im Backteig das Ganze rein verarbeitet. Ja, drei Stück, also auf dem Bild waren eigentlich zwei abgebildet, aber umso besser. Ne? Dann haben wir hier diesen Chili Schmand-Dip. Da ist tatsächlich so, also das ist so ein typischer Dip, wo dann die Schärfe hinterher dann so, so ein bisschen hoch kommt. Es liegt ja auch daran, weil es ja größtenteils Schmanddip ist, wo man ja hier die Stücke sieht, wo man dann diese Chili-Stückchen quasi drin hat. Ne? So, dass der Schmanddip halt ein bisschen schärfer wird, das Ganze. Ne? Und ja, ne? Also auf jeden Fall schön viel und mit Liebe hier zusammengesteckt, die Spieße. Ne? Also sehr top, 2,90 kann man sich da auch nicht beschweren. Wunderbar, also auch kann man sehr gut empfehlen. Ja, Geflügeldrehspieß mit Weißkraut, Salat, Zwiebeln und Gurken, dazu Joghurtsoße und hausgemachtes Fladenbrot. Freitag 7.10.22 noch zum allerletzten Mal für 3,30 Euro. Ja, auch das letzte Mal, dass wahrscheinlich eine 10 von 10 dafür gegeben wird, wenn es dann ab der kommenden Woche das Ganze um 1 Euro teurer wird. Würde ich maximal dann nur noch die 9 geben. Das auch, wenn es natürlich immer noch billiger ist, als wenn man so zum Döner des Vertrauens, zum Dönerladen des Vertrauens gibt. Da wird es doppelt so teuer tendenziell kosten. Deswegen ist es natürlich trotzdem immer noch
relativ günstig. Man kann quasi hier, wie gesagt, zwischen unterschiedlichen Soßen immer wählen. Also ich merke auch gerade, dass das hier nicht so ganz stimmt, weil das ist nicht die Knoblauch-Joghurt-Soße, sondern das ist hier die Limetten-Soße quasi. Ja, ganz nett. Wie gesagt, sehr viel Drehspieß hier drauf. Lecker, schöner Salat, frischer, ne? Kann man auch nicht meckern. Ne? Also man wird ja auch gefragt, was man haben will. Also wie gesagt, hier ist alles außer Tomate, wie gesagt, drauf. Und dann eben das hausgemachte Fladenbrot, was auch sehr schön und lecker schmeckt. Also ich frage mich natürlich, wie hausgemacht das so ist. Es kann auch einfach sein, dass das vom hausgemachten Bäcker oder so vielleicht auch eher kriegen. Na, aber es schmeckt auf jeden Fall deutlich sehr frisch. Also nicht so wie eine TK-Brötchen. Das muss man auf jeden Fall lassen. Ja, ein Top-Ding. Jetzt zu dem Prinzip, warum ich nicht den Lahmacun genommen habe. Ich habe das zum Glück rechtzeitig noch gesehen bei einer Person, die vor mir noch war, dass quasi dieses Hackfleisch, dieses Rinderhackfleisch, dass das quasi in einer Art Sauce Bolognese er ist. Also es ist quasi eine Art Lahmacun, der eben mit Sauce Bolognese befüllt ist. Ne? Und ja, das muss ich dann wiederum nicht haben. Das dürfte ganz klar sein, weil Sauce Bolognese, da ist sehr viel Tomatensauce mit drinne und das, nein, danke, muss ich nicht haben. Ne, deswegen der kurze Switch auf dieses Gericht. Ja, Lauchkäsesuppe mit Rindfleisch und Kartoffeln, Samstag, 8.10.22. Es hat quasi, da habe ich mir einfach den Stand der Karte aufgeschrieben, quasi wie viel ich noch drauf hatte und dann verglichen, was ich hinterher da noch drauf hatte. Also hat es 1,10 € quasi gekostet, das Ganze. Ja, war auf jeden Fall auch ganz schön lecker. Schön schmackhaft hier mit Kartoffeln, ordentlich Rindfleisch mit bei, schön deftig. Ich hätte, glaube ich, nur sagen müssten, weil das, man sieht ja, das ist ein Beilagenschildchen, ne? Also es hat tatsächlich gesättigt, das stimmt. Allerdings, ich hätte vielleicht fragen müssen, einfach noch einen ganz normalen Suppenteller. Ne? Ich weiß ja auch nicht, weil eigentlich habe ich gedacht, das ist ein normaler Suppenteller. Ich habe eigentlich auch ursprünglich gedacht, dass man das von dieser Suppenstation raus nimmt, aber nein, man muss das an die Theke bekommen, weil es gibt eigentlich eine Suppenstation da, aber die war irgendwie nicht im Betrieb. Obwohl es ja immer täglich eine Suppe gibt, ne? Das muss man ja dazu sagen. Und ich war dann halt so ein bisschen auch erst verwundert, dass das auf die Waage musste, weil ich habe jetzt gedacht, okay, das ist ein Beilagenschildchen, ne? Da ist dann ein normaler Preis, würde ja eigentlich auch Sinn machen, wenn das ein Beilagenschildchen ist, dass man da einfach einen festen Preis nimmt. Aber ja, mein Gott. Und dann ist es halt so. Ja, auf jeden Fall meine persönliche Lieblingssuppe. Also ich mag die, wie gesagt, sehr, sehr gerne, weil so eine schöne, leckere Käselauchsuppe ist auf jeden Fall was richtig Feines. Vor allem hier auch noch so mit so Kartoffelwürfeln drin, finde ich auch ganz nett gemacht. Wie gesagt, ob man da jetzt Rinderfleisch noch mit reinmacht oder nicht, das muss quasi jede Person selbst wissen. Also ich finde es tatsächlich vegetarisch ein bisschen besser, ne, aber in dem Fall ist es ganz gut. Ich bin froh, dass es auch Rindfleisch ist, weil wir kennen auch die Variante aus unserer guten alten Mensa aus Paderborn. Da war es dann häufig Schweinefleisch. Und es gab da nicht die vegane Alternative, die vegetarische Alternative. Das fand ich da immer ein bisschen schade. Also es gab dann tatsächlich mal vereinzelt so etwas. Das hat mich dann natürlich richtig geflasht. Aber ja, es geht. Ja. So, die Suppe natürlich dann auf der 4, auf der 3 die Spieße, auf 2 das Thai Curry und auf Platz 1 der Geflügeldrehspieß. So, nächste Woche. Dieser Speiseplan, das ist wie gesagt der Hauptbetrieb. Na, also hier ganz normal zur Mittagszeit. Wir werden allerdings auch diesmal wieder an 3 Tagen, nämlich Montag, Mittwoch und ausnahmsweise auch noch einmal das allerletzte Mal. Dann wird es erstmal eine ganze Zeit lang nichts mehr am Freitag geben, obwohl in 14 Tagen dann, also nächste Woche nicht, aber in 14 Tagen, weil da Herbstferien sind. Da geht es dann tatsächlich, weil ich dann nicht mehr da, also da schon da bin, allerdings
nicht mehr Freitagabends kann. Ja, wir haben diesen Plan hier. Und ja, genau, kann man sich wie gesagt hier gönnen. Genau, dann wie immer, also in der Regel gibt es diese Beilagen des Jahres auch in der Abendmensa. Was ich sehr schade fand, als ich am, wann war das? Am Donnerstag, genau, am Donnerstag hätte es so einen veganen Karottenkuchen gegeben. Den gab es scheinbar abends dann nicht mehr. Das fand ich schade, weil Karottenkuchen finde ich immer ganz toll. Ja, und diesen Donnerstag komme ich leider nicht hinaus. Macht der vegane Schokokuchen. Das wäre natürlich auch ganz lecker. Ja. Dann kommen wir, ja, diesen Montag, den Montag, da gibt es ja dann auch wieder, endlich wieder Pizzen. Und diesmal gibt es eine Fungi-Pizza. Ich werde das selbstverständlich natürlich ohne Tomaten sagen, klar. Genau, also eine vegetarische Fungi-Pizza mit Champignons und Paprika, wohlgemerkt, das ganz befüllt. Für 3,70 kann man sich auch wieder nicht beschweren. Sonst haben wir hier noch eine mit Meeresfrüchten, also Frutti de Mar, haben wir hier noch, und eine Spinatlasagne. Das kann man sich diesmal gönnen. Ich habe übrigens auch gesehen, nächste Woche gibt es dann wieder die mit den Südstaaten. Also scheinbar sind wir dann im Turnus dann irgendwann mal durch quasi. Aber das nach nach 7 Wochen? Ich glaube schon. Ja, genau. Burger, wie gesagt, keine. Ich finde es sehr interessant. Also da könnte man tatsächlich mal eine kritische Nachfrage machen. Warum es zum einen am Dienstag, also dieser Tortilla-Wrap, den gibt es ja in der Regel am Freitagabend. Ne? Es gibt den aber am Dienstagabend auch. Und es gab den ja wohlgemerkt auch am Donnerstag im Mittagsangebot. Ne, also da könnte man tatsächlich mal nachfragen, was sie sich dabei gedacht haben. Also das ist schon sehr seltsam, muss man dazu sagen. Am Mittwoch gibt es genau das hier. Blumenkohl-Linsendal mit hausgemachtem Naanbrot und Sojasprossen on top. Da nehmen die vegane Variante. Und so bin ich auch mal gespannt, wie das wohl so schmecken mag, an Blumenkohl-Linsendal. Klingt auf jeden Fall auch wieder schön lecker asiatisch. Na klar, ist ja auch mit Vor- und Regel so die asiatische Fraktionsreihe. Liebe ich ja tatsächlich, allerdings, ich finde ja teilweise immer Mittwoch das Essen immer eher grenzwertig, aber ja, aber das geht ja. So, Donnerstag gibt es das hier, gibt es wieder hier diesen Grillkäse, den wir schon mal hatten. Und ja, hier so Chicken Wings, bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Das Einzige, was jetzt tatsächlich, glaube ich, ein bisschen das Rumpsteak wurde quasi rausgenommen und stattdessen gibt es ab sofort, das gibt es auch danach, die Woche habe ich schon gesehen, so ein Porthouse-Spieß, das ist allerdings vom Schwein, so etwas mit hausgemachter Barbecue-Sauce. Ist natürlich auch mit 14 trotzdem das teuerste Gericht, aber zumindest etwas billiger, klar ist das Rumpsteak. Genau, das dazu. Und am Freitag habe ich mir doch mal gesagt, es wäre doch eigentlich mal ganz nett, dass wir mal, na, geh da drauf, so, dass wir auch mal so eine Bowl mal ausprobieren. Und dazu würde sich halt diese Bowl hier sehr gut anbieten, nämlich die Aktionsbowl Teriyaki. Mit Hähnchen, Chinakohl, Austernpilzenkrotten, Edamame und Sesam, dazu Erdnuss-Limetten-Dressing. Ne? Also das ist auf jeden Fall, klar, ist natürlich ein bisschen teuer, das ist natürlich klar. Allerdings, wir wollen auch gerne mal so eine Bowl ausprobieren, wie die wohl schmeckt. Ja, hier kann man halt auch teilweise die deutlich teureren Preise sehen. Also, vor allem, ich finde es hier seltsam, warum das hier billiger ist, aber ja, also hier allerdings nur um die Verwirrung nicht zu verstiften. Man kann ja, wie gesagt, am Freitag immer die Pommes oder die Süßkartoffelpommes bekommen mit einem Topping nach Wahl. Und das hat eigentlich immer 2,60 bzw. 3,10 Euro bei den Süßkartoffeln halt gekostet. Allerdings hat man jetzt natürlich die Sauce Bolognese
ausgeklammert, weil die ist ja nun mal ein bisschen definitiv, wenn man jetzt mit den anderen Soßen das vergleicht, ist die natürlich deutlich teurer. Deswegen genau, gibt es einen separaten Preis. Achso, ja, genau, hier Limettenjoghurt, das war das. Genau. Ja, das bedeutet, wir haben eine Pizza Funghi mit Champignons und Paprika, die ist ein vegetarisches Gericht. Wir haben am Mittwoch ein Blumenkohl-Linsendal mit hausgebackenem Naanbrot und Sojasprossen on top, ein veganes Gericht. Und wir haben am Freitag ein Hähnchengericht, also ein Fleischgericht, ein Aktionsbowl Teriyaki mit Hähnchen, Chinakohl, Austern, Pilzen, Karotten, Edamame und Sesam dazu, Erdnuss-Limettendressing. Und gegebenenfalls am Samstag vielleicht auch ein Gericht. Nur das, wie gesagt, dieser Speiseplan wird voraussichtlich erst am Donnerstag dann veröffentlicht. Warum das so ist, keine Ahnung, aber ja, deswegen da dann nochmal schauen, wie es aussieht. Ja, und das wäre es damit für von dieser Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Nächste Woche einen schönen, guter Mix Fleisch, vegan, vegetarisch, für alle Personen etwas dabei. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Also bis nächste Woche, wie immer Sonntag 15 Uhr hier auf dem Kanal Mensa Gourmet Gießen. Und bis dahin, ciao.